Die Welt des Menschen, die Wohnungen, die Straßen, die Häuser und den Mensch in seiner Umgebung, im Interieur, das hat eine große Tradition. Ich male Gestalten, Figuren, Kollegen, male Akte und das ist immer auf meinem eigenen Erlebnis aufgebaut. Das hat mehrere Dimensionen, dieses eigene Erlebnis. Einmal die Aktualität, was ich sehe, zum Beispiel die Josefstädter Straße oder andere Situationen in Wien. Oder ich male sehr viel auch die Natur als Umgebung des Menschen. Die Donauauen in der Lobau oder in der Wachau, wo ich sehr, sehr oft spazieren gehe und Fotos mache. Ich bin ein Anhänger der Bewegungen, die die Natur erhalten wollen. Wir sind ja gerade dabei, die Natur zu zerstören. Und diese Ebene des Erlebnisses hat mehrere Hintergründe. Das eine ist eben meine Kindheit, das Leben in einer Wohnung in Norddeutschland mit der Familie und in dieser kleinen Stadt. Die Umgebung war angefüllt mit Wäldern, verwilderten Gärten, Wiesen, wo wir Kinder völlig ungestört paradiesisch spielen konnten, in einem großen Garten, den meine Eltern zur Verfügung hatten. Und die dritte Ebene ist die Kulturgeschichte, mit der ich mich auch immer wieder befasse, die Kulturgeschichte der Malerei, die Kunstgeschichte, die Beispiele großer Malerei, die Aktmalerei der Venezianer oder der Franzosen oder hier die Städtebilder in Österreich von Rudolf von Alt oder die Gebirgslandschaften von Thomas Ender. Und besonders wichtig ist für mich die Malerei in Wien der letzten Jahrzehnte. Ich bin ein Verehrer von Hundertwasser, bin ein Verehrer von Rudolf Hausner und die Museumsbesuche hier waren für mich immer sehr spannend. Caspar David Friedrich war damals in der Stahlburg zu sehen oder Oskar Moll im Museum der Stadt Wien, wo auch die Arche des Odysseus von Hausner zu sehen war. Also es waren immer großartige Erlebnisse.